Herzlich willkommen bei Gloomhaven mit Sisket im zweiten Teil des Banditenwalds. Genau, und ich habe mir jetzt erstmal einen Beruhigungsdrink hier gegönnt und jetzt geht das weiter. Hervorragend. Ja, dann werden wir wohl mal einen daran hindern. Auf welchem Haus er denn? Hier auf den. Lassen wir den da hinten mal stehen. Oh, cool. Nice. Das kann er. Jetzt wäre ich ja schon fast besser, wenn ich auf den anderen draufhauen würde, du. Ja, der ist ja betäubt, der macht ja nichts. Ja, aber den töte ich hier nicht. Who knows? Sag ich ja. Naja. Bleib ich da stehen, ne? Nee, lauf ruhig nach vorne. Nee, nee. Nee, die Gysi muss mich schon noch heilen. Ja. Ich bleib hier stehen. Mist, 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 Mist. Cthulhu kann nicht durch die Wand schießen. Ich wollte den vergiften, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr nötig, oder? Keine Ahnung, komm doch einfach nach. Ja, kann er auch nicht. Ist alles besetzt, dann kann er auch den einen vergiften. Ne? Gut. Aber der wird auch jetzt betäubt. Vielleicht stirbt er ja dabei. Nee. Nein. Aber es ist ganz gut, dass ich die Karte gezogen habe, weil hätte sowieso keinen Schaden gemacht. So, dann kommt noch die Heilung. Yay. Tja, plus 1 ziehe ich das. Oh. Mal gucken. Ja, eigentlich. Ah ne, ich habe so viele plus 0 da drin, ne? Easy. Trau dich. Na gut. Wobei. Oder komm rein. Hier, komm, Vorteil. Toll. Ja, egal. Ach ja. Pff. Toll. Jetzt machen sie sich da wieder. Mein Gott, ey. Ja, Vorsicht, jetzt haben die Vergeltung. Ja. Vor allem ein Schild mehr. Und Vergeltung. Holistisch. Seuchenfläschchen. Ah doch, das kann ich machen. Ich habe extra die gespielt. Nein, bewegen will ich mich jetzt nicht, weil dann gehe ich in den Weg. Du kriegst jetzt einen Gegenstand zurück. Nice. Hör mal, ich frage mich jetzt tatsächlich, ob der Heiltrank hier nicht die beste Wahl wäre. Ja, nehmen wir den, der ist sehr gut, ja. Dankeschön. Kann man gleich nochmal machen. Ich finde das ziemlich geil, die Fähigkeit. Die Termite. Ja, der Hammer. Ja, jetzt kommt die, genau. Ja, ist dann auch egal, wie rum sie es macht. Man weiß vielleicht Angriff doch nicht. 1. Ja. Nee, das ist nicht wichtig. Die Wunde ist wichtig, ne? Genau. Das ist außerdem Angriff 2. Ja, sehr schön. Ja, ist jetzt alles erledigt. Einen Antrieben. Einen Antriden retten. Steht da, beschützt den letzten gefangenen Antriden und dann 0 von 3. Was auch immer das heißt, ne?
Ja, du kannst anfangen. Jo. Dann mache ich jetzt mal den Heinz. You reach the main bandit encampment in a large open clearing. Looking beyond the Ihr erreicht das formidable force Banditenlager of auf before einer you, großen Lichtung. you see a group of Hinter der ragged nicht orcs off to unerheblichen one side. Anzahl an Banditen vor euch More seht ihr eine victims of Gruppe these monsters. zerlumpter Antriden. Noch mehr Opfer dieser Monster. The Die captive gefangenen orcs notice your Antriden arrival bemerken eure and use Ankunft the und opportunity nutzen die to slip out of Gelegenheit, your ihre arms and Fesseln overwhelm one abzuschütteln of the und einen distracted der bandits. abgelenkten Entführer You zu smile, überwältigen. knowing Ihr you're lächelt in fighting dem a Wissen, vicious dass der creature. Tag der Rache gekommen ist. The bandits look back and Die forth between Banditen you blicken and the escaping panisch von captives euch zu den impact. flüchtenden One of the Gefangenen. guards Eine hefts der his sword Wachen and zieht ihr charges Schwert at und you. greift an. Kill them all. Tötet sie No alle! one shall Niemand darf escape. entkommen! Wo sind denn hier Antriden? Ah, da hinten. Okay, alles klar. Oh Mann, jetzt müssen wir da hinten hinspringen oder was? Du Scheiße. Soll ich jetzt mich heilen oder die Gysi? Oder Heil den dich, Cthulhu? heil dich, heil dich. Warte. Keine Ahnung. ETF. Du sagst, ich soll mich heilen. Ja, heil dich. Aber das ist Quatsch. Boah, ich bin so ein Gutdämon. Ja. Jetzt müssen sie sich irgendwie bewegen, ey. Du bist du noch gelähmt? Nee. Komm schon, zieht die Flüche hier. Ihr Bösen. Da, sehr gut. Nice. Höhe! Da ist ein Schatz. Sehr gut. Ja, das stimmt, da ist ein Schatz. Weiter so. Fluch. Naja, aber trotzdem kein Oder so. Schaden. Das ist ja abartig, wie viele Gegner da drin sind. Ey, Scheiße, jetzt bin ich auch noch. Ja, so eine Acht, Kacke. was? Ich komme da nicht durch. Ja, super. Ja, du kannst aber einen Cthulhu, oder nicht? Nee, ich habe nicht genug Bewegung. Der hier ist im Weg, der stirbt leider nicht rechtzeitig. Einmal mit Profis spielen. Okay, ich habe wenigstens 5 Gold. Unter die Haut. Ja, der macht jetzt hier böse Sachen. Oder warte. Den und den. Das ist nicht gut. Ich weiß, der eine kriegt keinen Schaden, aber der wird vergiftet. Und kriegt einen Fluch. Oh, warte mal. Und Ich der glaube, es andere hat auch. geschellt. Na, die Gefangenen kämpfen mit uns. Oh. Ist okay. Na toll. Das heißt nichts. Immer gut leben, 28. Das ist sehr schön. Nice. Ja, krepiert da unten. Ich komme. Den hier vielleicht erledigen.
Mist. Die stehen echt scheiße für den Angriff. Lassen verfallen. Das ist Quatsch. Ach, das ist einer zum Verbrennen. Okay, das habe ich nicht Ja. registriert. Er ist aber genug oben, um gleich einen Instant zu töten. So, jetzt beißt mich noch der Wuffel. Drecksviech vergiftet mich bestimmt direkt wieder. Ne, die vergiften nicht. Ich. Nein. Ja, nee, ist klar. Aber der lähmt mich jetzt. Ja. Guck mal, siehst du, mein Plan war schon wieder besser. Ich muss aufhören, mir da reinreden zu lassen. Ja, das ist Pech, wenn der lähmt. Was willst du machen? Ja, trotzdem war mein Plan besser. Das kannst du halt nicht wissen. So, vergiften. Vergiften und vergiften. Macht der nochmal? Tötet einen, ne? Den Angriff 3, ja, komm. Können wir. Ja, perfekt, da kann ich sogar zwei töten. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ist weg, ist weg. Automatikgun bereit. Die finde ich auch besonders cool, die Automatikgun. Da ist er. Ja, geil, mal zwei verbraten, ey. Sehr gut, machen die das. Schon wieder verwirrt, ey. Ich glaube, das schaffen wir. 30. Ich habe 31, das ist. Aber da diesmal kann ich mich schneller machen. Verbrennen hier was und dann mache ich direkt mal. Ja, warum nicht? Der ist schön, der Schaden. Yep. Ist auch Andersrum wäre jetzt besser gewesen. ja, gut. Halb so wild. Alles gut. Holst du noch die Schatztruhe in der nächsten Runde, ne? Ja, ich will das mit dem Tüffler machen, ne? Okay. Hat zwar einen Nachteil, aber was soll's. Ja, das ist doch solide.
Jetzt kommt die Mordmaschine, Alter. Da ist er. Who's that? Ach, das ist die Autokanone. Die Autokanone. Guck mal, die Autokanone. Bäm, Alter. Die haut noch einen raus. Die finde ich so geil. Ja, greif mal an. Wieso ist der Cthulhu jetzt langsamer? Habe ich den nicht gerade schneller gemacht? Ja. Oder habe ich das übersprungen? Du hast ihn schneller gemacht. Greif mal an. Oh, nice. Der krepiert von alleine. Yep, so soll es sein. Ah, toll. Dann guck mal, dass du mit der Termite auf die Truhe da kommst in der nächsten Runde. Ja, falls sie die nicht töten jetzt, ey. Was macht er? Ja, ist klar, er macht nochmal die mal zwei im Ende, ey. Aber der letzte kommt nicht dran, das ist gut. ...31 für die Banditen schützen. Ah, die Mordmaschine! Ja, die kommt nicht an. Also, hier liegt so viel Geld rum, ey. Ja, aber die scheiß Typen werden das jetzt ruinieren. Zauberstab des Bebens. Okay. Design. Was auch immer das ist. Bin gespannt. Naja, ah, die Autokanone. Bam. Weg damit. Und tot. Ne. Macht halt nur zwei Schaden. Guck mal, ich habe das noch nie gemacht. Ich mach das jetzt einfach mal. Oh, nice. Oh ja, geil, dann kann die, das muss er einen nach dem anderen aussuchen. Ich sehe gerade nicht, wieso das nicht geht. Ja, eins, du musst einen aussuchen. Als allererstes, der kann sich dann bewegen. Aber da steht alle Verbündeten. Ja, aber das ist eins nach dem nächsten. Geh. Wohin das? Was macht er überhaupt? Geh. Ich weiß gar nicht, was er macht. Ja, ich auch nicht. Hau ab, Cthulhu. Ja, der geht schon. Jetzt kannst du den nächsten aussuchen. Easy. Vermiete. Nicht noch irgendwo ein nettes Goldsümmchen rum? Ja, überall nur 5, aber ich glaube, der hebt das sowieso nicht auf. Spinne. Ich kann die nicht steuern, du musst die steuern. Kann ich nicht. Ach doch, stimmt. Ich kann die steuern, du hast recht. Dahin. Die Mordmaschine. Ach, der kann sich auch noch bewegen, theoretisch. Ja gut, der kann da stehen. Ich versuch mal, ob das geht. Ja. Also mal abhauen. Weg mit dir. So, tschüss. Ich hab die noch nie gespielt, die Karte. Das ist doch witzig. Alle Verbündeten in Reichweite 5. Das ist schon extrem krass, ne?
Das ist schon extrem krass, ey. Ach, guck mal, ja, ey, das trifft doch noch Dann nicht mehr. fehlt er noch. Ich hätte am liebsten so einen Fluch gespielt, dann wäre er einfach mal gestorben. Sollen wir Ende machen? Die anderen machen sowieso Ende. Dann kannst du das auch mit dem Cthulhu machen. Nee, der behält das Gold da. Okay. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Aber ich heile jetzt noch. Zack, ey. Mal richtig was Gutes tun hier. Du bist so ein Samariter. Ja. Die Gefangenen rächen sich. Ich finde, das ist eine gute Geschichte. Den Gnadenstoß gegeben. So, als der letzte Bandit gefallen ist, nähert sich einer der Gefangenen eurer Gruppe und fällt auf die Knie. Danke, dass ihr uns gerettet habt, wispert er. Betrachtet euch für immer als Verbündete meines Stammes. Er ruft seine Gefährten zusammen und während sie nach Hause in den Wald zurückkehren, seht ihr euch das Gemetzel um euch herum an. Banditengruppe wurde ausgemerzt und in euch wallt eine Erleichterung auf, dass endlich Vergeltung geübt wurde. Hier gibt es außerdem mehr als genug Beute, um ein neues Leben zu beginnen und in eine sichere Zukunft aufzubrechen. Aha. Gut. Schutzschild. Ja, gut, sehr gut. Da Dann bin ist ich mal es doch gespannt. Da jetzt müsste es hier jetzt endlich weitergehen. Zeit für eine Rente. Zeit für eine Ente. Eine Ente. Keine Katze. Eine Ente. Rentenente. Quest abgeschlossen. 10 Gold jeweils. 2 Ansehen. Yeah. Yeah. Gisela hat die erste Schritte. Was? Was? Och nee. Geht die jetzt immer noch nicht? Was hat die denn jetzt noch für Probleme? Och nee. Die hört einfach nie auf. Die habe ich doch abgeschlossen. Wieso? Das ist doch abgeschlossen. What? Das ist ein Bug. Ah, die will jetzt nicht in Rente. Das gibt's doch nicht. Spielt jetzt drei Szenarien im Durchfall ab. Nebeldickicht. Und beende es. Haben wir doch gerade. Hä? I don't know. Ja, was ist denn jetzt das Problem mit der Gysi? Weiß nicht, nichts. Die ist fertig. Ja, aber die ist noch Spielst da. du drei Szenarien im Durchfall ab. Schalte dann das Szenario Nebeldickicht frei und beende es. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Was wir machen werden beim nächsten Mal. Werdet ihr sehen, wir wissen es gerade noch nicht. Ihr wisst es dann, wenn ihr weiterguckt. Macht's gut, bis dahin und ciao.